Mein Name ist Roland Wehl. Zusammen mit meiner Frau Nina heiße ich Sie herzlich willkommen und bitte Sie, mit mir gemeinsam den heutigen Referenten zu begrüßen, den Initiator des Projektbüros für schwarz-rot-goldene Angelegenheiten, Herausgeber des Buches 100 Briefe an Deutschland, Robert Eisold. Ich hatte vorhin gesagt, dass wir Gäste haben von weit her. Ich weiß auch, dass die Gäste aus dem Ruhrgebiet und aus Ostfriesland mit der Bahn angereist sind. Und ich denke, das ist eine tolle Überleitung. Wir wollen ja was singen. Und ich habe mir gedacht, das passt doch, wenn wir dann ein Lied über die Bahn singen, die so wunderbar heute die Menschen hierher geführt hat. Schönen guten Abend und recht herzlichen Dank, dass Sie alle hier sind und einen herzlichen Dank an die an Herrn und Frau Wehl, dass Sie mich eingeladen haben. Ich freue mich, heute hier zu sein. Wir werden natürlich am Ende über das Buch reden, aber ich habe mir heute ein bisschen vorgenommen, weil ich mache dieses Projekt schon seit 2009 und wollte mal so ein bisschen, warum ich das überhaupt mache und was sozusagen die Motivation war und warum im Endeffekt, als wir es damals 2009 angefangen haben, vielleicht gar nicht so eine große Relevanz hatte und mittlerweile eine immer größere Relevanz kriegt. Und es gibt nämlich von MTV eine Kampagne, die heißt Rock the Vote. Da ging es um Jungwählerinitiativen. Und das hat mich so begeistert, damals noch etwas jünger als heute, hat mich damals so begeistert und gesagt, wie kann man damit umgehen, wie kann man mit so einer Flagge umgehen. Ich hatte das früher auch in meinem Kinderzimmer, in meinem Jugendzimmer und hatte auch den Union Jack. Also die britische Flagge war natürlich ein Thema für Musik, die amerikanische war sozusagen fürs Branding und für das, was sozusagen, wo man sagt, okay, let's go West, das war sozusagen eine Sache, die man mit 16, 17, 18, 19, 20 irgendwie. Und dann habe ich das gesehen und seitdem ließ mich das nicht mehr los. Also ich habe gesagt, okay, was macht man damit? Was kann man machen? Und dann habe ich, nachdem ich bei RTL weg war, mit einem Kollegen von mir, der auch von RTL, haben wir das erstmal ein Format entwickelt, das hieß Vote, wählen, also eine Jungwählergeschichte. Dann ist das aber wieder weggegangen, dann bin ich zu Universal Music gegangen und dort hatte ich das Glück, weil ich vorher einen Vorspann gemacht habe für Das Wunder von Bern, die wahre Geschichte, für eine Guido Knopp-Produktion, für eine befreundete Kölner Produktion, Broadview. Und dann war ich nun aber genau in diesem Übergang, wo sozusagen diese Produktion war, der Vorspann war schon produziert und ich saß bei Universal Music und sagte, Moment, jetzt haben die mich eingestellt, ich soll hier auch was entwickeln, jetzt muss ich mir was einfallen lassen. Und dann fiel mir ein, dieses Projekt, dieses Produkt und habe gesagt, da muss es was zu geben, da muss es was zu geben. Und dachte, okay, da muss natürlich einen Song zu geben, ich bin aber bei Universal Music und habe gesagt, okay, da gibt es vielleicht eine Kombination und ich war in einer Abteilung, da war Paul van Dyk sozusagen mit in dem Bereich, was sie verkauft haben. Dann habe ich Paul angesprochen und er sagte dann, super Idee, aber nur mit Peter Heppner. Und dann dachte man, naja, okay, dann holen wir uns Peter auch noch ran. Dann bin ich mit dem Redakteur nach Hamburg gefahren und haben einen ziemlich übernächtigten Peter Heppner getroffen und ihm die halbfertige Dokumentation gezeigt, die noch nicht übersetzt war, Wunder von Bern, also mit den zum ersten Mal diese Farbbilder, die dort gezeigt wurden, die man, glaube ich, bei einer Schweizerin irgendwie auf dem Dachstuhl gefunden hat, wo die Tore fallen. Und dann sagte Peter, finde ich gut, mache ich mit. Dann habe ich in China, als wir diese Ausstellung hatten am Deutschen Pavillon, habe ich jemanden vom Steinhaus Bautzen kennengelernt. Steinhaus Bautzen in Bautzen, in Sachsen. Und dachte, Mensch, der macht unwahrscheinlich viel in Street Art. Also sehr viel Arbeiten mit Street Art, mit Künstlern, mit Leuten, die ich auch drüben hatte, engagiert hatte für eine ganz andere Veranstaltung, die ich drüben organisiert habe. Und da dachte ich, Mensch, lass uns doch mal was zusammen machen. Und da haben wir uns ein Projekt gemeinsam überlegt, wo er dann glücklicherweise auch die Förderung für beschafft hat. Nämlich ein Schulprojekt, was wir über 2 Jahre gemacht haben. Allerdings nur 10 Projekttage, es hat trotzdem was länger gedauert, bis wir die richtigen Schulen auch hatten. Und da ging es so ein bisschen darum zu fragen, okay, was
der Schüler sozusagen ich im Mittelpunkt meines Landes. Es war eine sehr kreative Workshop-Atmosphäre. Ich gehe gleich mal in die Bilder rein, weil die Idee war im Endeffekt, mit Street-Art-Künstlern, richtig guten, 20 Jahre in der Street-Art erfahrenen Typen aus Dresden, plus Sozialarbeiter, plus ich, plus jemand, der noch was über Geschichte und Historie, über die deutsche Fahne erzählt hat, sind wir sozusagen in die Klassen und haben jeweils 8 bis 9 bis 10 Stunden Zeit gehabt, um mit jedem dieser Schüler eine Geschichte und ein Bild zu entwickeln. Das ist mir begegnet. Sie wissen natürlich nicht, was das ist. Das ist der sogenannte Fassadprinter. Der Fassadprinter ist eine computergesteuerte Druckluftpistole, möchte ich nicht sagen, eine Druckluft. Ich sage einfach Pistole, die Kugeln an eine Wand schießt. Und zwar, wenn ich vorher eingebe, was das Motiv ist, sucht sich dieses, also es ist eigentlich ein Tintenstrahldrucker auf Architekturformat. So ist es. Von So Nice Development, die ich allen nur schwerstens ans Herz legen kann, ganz tolle Firma, super Erfinder, die entwickeln Malmaschinen. In jedweglicher Form, sind ganz tolle Jungs. Und mit den beiden habe ich mich zusammengesetzt und gesagt, ich möchte was zum 9. November machen. 9. November 2012, 18.57 Uhr. Und dann haben wir einen Platz gesucht. Und hier war ich sozusagen mit einem der Kollegen unterwegs. Und dann haben wir was gefunden, nämlich hinterm Hamburger Bahnhof. Damals wurde da ja noch nicht gebaut. Da lagen so ein paar umgestürzte Mauerteile. Es sind keine original Berliner Mauerteile, aber es sind sozusagen fast bauidentisch. Damals war das Betonwerk ja da und die wurden dafür aufgestellt, um bestimmte Sandgeschichten voneinander zu trennen. Was nachher entstanden ist, ist das. Das heißt, wir haben diese Mauer zusammenstellen lassen, haben sie komplett mit Gold besprüht. Also das haben wir selber gemacht, also nach 3 Stunden. War nicht nur die Wand golden, ich auch. Ich hatte ja vorher noch nie ein Buch gemacht, wie auch 2009 hatte ich noch nie eine Ausstellung der Größe gemacht. Mit Herrn Stedmann hatte ich natürlich die richtige Person an meiner Seite. Haben wir es geschafft, innerhalb von 4 Monaten dieses Buch halt eben hochzuziehen. Und wer weiß, also ich habe, glaube ich, gefühlt 30.000 E-Mails geschrieben mit unterschiedlichsten Autoren. Also da sind ja Menschen drin, denen schreibt man einmal eine Mail, inklusive einem Beispielbrief. Und dann haben die das verstanden. Bei manchen musste man dann immer noch so ein bisschen Räuberleiter halten, sagt man dann. Am 2. Oktober haben wir das Buch sozusagen der Öffentlichkeit übergeben. Schön an einer Ausstellungsfläche bzw. einem Ort direkt am Pariser Platz. Das ist ein Ort, wo früher die Kennedy-Ausstellung war oder das Kennedy-Museum war. Das hat jetzt Triad gemietet. Die bauen da einen interaktiven Raum auf und wollen doch die Berliner Geschichte erzählen. Das soll im April, Mai. Aber ich habe Herrn Engelke gesagt, ist ja alles schön und gut, was du machst. Fakt ist, ich brauche den Raum am 2., weil ich brauche das Bild. Ich möchte das Buch mit Blick auf den Pariser Platz. Allein schon fürs Bild brauche ich das, um sozusagen dieses Bild. Links ist der liebe Herr Stedmann, der sich darauf eingelassen hat. Und wir haben das Buch zusammen gemacht. Das heißt, wir haben jeder ungefähr die Hälfte der Person angesprochen, angeschrieben und dazu verdonnert, Briefe zu schreiben. Und dann dafür gesorgt, dass das wirklich alles auch in time fertig wird. Ja, wie kamen im Endeffekt die Autoren zusammen? Also das war im Endeffekt, man guckt natürlich in seinem Umkreis, allerdings jemand, der ich schon lange in Berlin ist und lange schon mit Berliner Netzwerken arbeitet, hat natürlich versucht, immer stark darauf zu arbeiten, auch natürlich aus dem Kölner Bereich, aus der ehemaligen DDR und versucht und über Flüchtlinge, ehemalige Flüchtlinge und habe dann versucht, über Amnesty, dann über andere Personen halt eben noch Leute anzusprechen und sagt, hast du jemanden, der vielleicht Interesse daran hätte, inklusive natürlich auch Internet. Es sind ganz tolle Briefe drin von russischen Kollegen, einem Russen, der jetzt schon sehr lange in Berlin lebt, einem wunderbaren Theatermenschen, einer guten Theaterfrau, die jetzt gerade ihr neues Theater in Helsinki aufgebaut hat. Es sind Briefe aus China, es sind Briefe aus Spanien, aus Italien, aus Argentinien, aus Amerika drin. Für mich alles unwahrscheinlich interessante Perspektiven. Ich blätter immer noch wieder rein. Es ist kein Buch, was man durchliest, es ist ein Buch, was man immer mal wieder reinliest. Das
Interessante an dieser Zeit, da haben wir mit Eva eben auch kurz drüber gesprochen, ist ja, dass das Buch sozusagen von Mai, Juni, Juli entstanden ist. Und da schwappte ja gerade dieses ganze Thema hoch. Das heißt, auf der einen Seite bin ich glücklich, dass es nicht nur um das Flüchtlingsthema geht. Und auf der anderen Seite bin ich sehr glücklich, dass recht viele sich mit dem Thema beschäftigen. Aber es gibt eben auch ganz andere Perspektiven. Insofern öffnet sich das Buch auch auf verschiedene Perspektiven. So, wenn Menschen in ihrem unbeschreiblichen Leid, das ist Ulrike von Pilar, die arbeitet für ein Team bei Ärzte ohne Grenzen, finde ich eigentlich, kann man heute genauso stehen lassen, ist ja auch noch nicht so lange her, wenn Menschen bei ihrem unbeschreiblichen Leid das einzige Vernünftige tun und fliehen und sich darauf berufen, dass wir den reichen, sicheren Ländern ihren Schutz versprochen haben, dann zuckst du Deutschland mit den christlichen Schultern und sagst, sorry, zu viele. Und wie gesagt, alles Zitate rausgerissen aus gesamten Briefen. Florian C., im Endeffekt ein Designer, Musiker, ist doch irgendwie wurscht, ob ich jetzt deutsch bin, wobei ich die deutsche Sprache zumindest mag. Und den weinroten Reisepass. Jedes Mal, wenn ich von weit weg zurückkomme, bin ich doch ein wenig froh, dass dieses Gesicht da auf dem Papier mir so stark ähnlich sieht und ich reingelassen werde. Ja, das heißt, irgendwann rückt man dann auch wieder näher zusammen. Auch die Leute, die im Endeffekt sozusagen, ach, Nationalstaat hin und her, das Thema, dass ich hier wieder reingelassen werde, finde ich eigentlich ganz beruhigend. Insofern danke ich für Ihre Aufmerksamkeit. Das war sozusagen ein Ritt durch Farbwerte seit 2009 bis 2016. Und ich hoffe, ich habe Sie nicht gelangweilt und freue mich auf eine muntere Diskussion bei Bier, Wein, Wasser und dem Fremdbuffet. Und Schnittchen. Ja. Dankeschön.